Guck mal, was geht. Also wenn der schon sagt, ich habe gute Chancen, dann habe ich auch gute Chancen, würde ich sagen, oder? Gemeinsam auf den einen. So, und dann gemeinsam auf den anderen. Der Schild ist schon aber kräftig hier. Eigentlich mit euch, die schießen auf den. Oh. Alle miteinander auf ihn hier. Sehr schön, auf den nächsten. Und auf den letzten. Das war erstaunlich gut, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Normalerweise hast du zu so einem frühen Zeitpunkt eigentlich keine Chance gegen die Antarianer, zumindest hier in der Raumschlacht. Ich meine, die haben da zwar keine große Chance, da irgendwie, weil sie deinen Planeten ein bisschen bombardieren, aber da meistens nicht viel passiert. Aber dass die Raumschlacht dazu gewinnst und das auch noch ohne Verluste. Ich bin begeistert. Your victory is hollow. Soon enough, the galaxy will be crushed under the might of Antares. So, gab's du. Tschüss. This is GNN, Galactic News Network. The Galarian fleet has made a last-ditch defense against the latest Antaran raid. This comes as a surprise after the calamitous defeat suffered earlier by the Valerian Dominion. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dann werden die jetzt hier mal Ach ja, ich hatte ja hier. Sie sind leicht sauer. Naja, ja, macht nichts. Gewachsen, ja, ist okay. Den muss ich als nächstes kaufen, eigentlich, ne? Fliegen wir mal eine Runde. Pilzfarmen abgeschlossen. Ah, die geben nochmal Plus. Schön repariert, das ist gut.
Mondlabor abgeschlossen. Pushen wir ihn ein bisschen, was das Wachstum angeht. Der ist nämlich schon voll. Stimmung. Bodenkampf brauche ich nicht wirklich. Gewachsen, ja, hübsch. The philosophers have gleaned a new insight. Oh, klassisches Terraforming, telepathische Ausbildung, das ist gut. So. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir Sprungtor. Oh ja, Sprungtore sind jetzt wichtig, das brauche ich als nächstes. Dann kann ich nämlich innerhalb meines Territoriums mich deutlich schneller bewegen. Das ist sehr, sehr wichtig. So, und jetzt gibt es hier erstmal der hier. Asteroidenlabor. Gut, wie schaut's? Gut. Moral ist auch gut, wie sieht meine Spionagetechnik aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die lassen wir, sobald die beiden hier Stufe 5 sind, schicken wir sie los. Aber das dauert auch noch ein bisschen. Anführer, wir sind verteilen, das ist gut. Oh, gibt es eigentlich nicht viel zu tun, ne? Außer abzuwarten. Nix. Aha. Ja, Mucks gewachsen, atmosphärischer Erneuerer, Bodenanreicherer, machen wir erstmal Forschungslabor und dann den Bodenanreicherer. So, ah, da fällt mir ein, ich wollte ja noch weil der ist ozeanisch, ne? Der ist erdähnlich. Wenn der gewachsen ist in 4 Runden, na, sagen wir mal bei Runde 200 kann man dann loslegen. Also gut, bis dahin muss man auch hier nochmal fleißig sammeln. Komma denn. Ich brauche dann Kohle für irgendwelche Forschungsprojekte. Forschungsverträge. Ach ja.
just can't seem to make up my mind. Kein Wunder, nachdem ich sie angegriffen habe. I vote for humanity. Wer hätte das gedacht? I was born to command. None can challenge that. Ein mehr, naja. The philosophers have gleaned a new insight. Kanonenminiaturisierung, Graviton-Kanone. Schildklasse 3, Planetar, Strahlungsstab. Oh, der ist sowas von wichtig. Der ist ja sowas von wichtig. Der hat nämlich diesen unglaublichen Charme. Dass er Bombardement reduziert. Das heißt, wenn die zum Beispiel die Antarianer durchgekommen sind durch die Orbitalverteidigung, dann bombardieren sie ja den Planeten. Und da müssen sie erstmal den Strahlungsschild, den planetaren Schild platt machen, und so viele Bomben haben die typischerweise nicht dabei. Das heißt, mit so einem Schild bin ich nahezu immun gegen antarianische Angriffe. Lediglich das Orbitalbombardement muss ich dann halt regelmäßig die Orbitalverteidigung muss ich dann regelmäßig nachproduzieren, weil sie die halt natürlich wegballern. Aber sie können den Planeten nicht platt machen. Das ist natürlich schon echt was wert. Wieder mal ein Mensch. Und du bist festgenommen. Forschungslabor abgenommen. Nächstes planetarer Strahlungsschild. Na, was ist mit denen? Na, gut. Dann sollte ich da mal hierher, ha? Huh? Bevölkerungslimit, das heißt, wir können jetzt hier auf Produktion gehen. Oh. Gewachsen, da können wir einen hier runterholen. Mhm. So, jetzt hoffe ich mal, dass Madame wieder mit mir redet. Well, hello there. Scheint ja noch ganz schnuckelig zu sein. It? 133. Verkaufen, sonst reicht es nicht. So, 133 plus 1. Dann 72 weg. A tight-fitting number, but we can make it work. Granted. What is it?
A tight-fitting number, but we can make it work. Gefechtssensoren. Na gut. Absolutely. I'll be seeing you. Ja, so, also gut, jetzt haben wir wieder alles bei ihr. Sie zahlt mir auch noch ein bisschen Kohle. Das ist doch hübsch so. Hello, friend. What can I do for you? Speak your mind, friend. 169. So. 5. I just don't think this will work. Sorry. I just don't think this will work. Sorry. Farewell. Okay, ich brauche jetzt irgendwoher Kohle. Das können wir verhökern. Vielleicht ein Mondlabor? Was bringt denn sowas? Das sagt er ja nicht, ne? 152, aha. 175. Jetzt müsste es lang. Hello, friend. Speak your mind, friend. How about it, friend? It's always a pleasure. So, also gut. Wieder alle, wie ich sie haben will, mit Botschaft, Handelsabkommen. Und nicht Angriffspakt, bei ihr das gleiche und sie zahlt mir auch sogar noch Kohle. Ja, sehr hübsch, sehr hübsch, sehr hübsch. Weiter geht's. Oh, fällt mir ein, ich würde mal hier mal gucken. Schwupp, schwupp. Punktzahlen. Ich fange langsam an, mich dezent von den Menschen abzusetzen. Oh, guck mal hier. Der Upgrade von diesen Fregatten hat mich nach vorne katapultiert mit der Armee. Bevölkerung fängt langsam an zu wachsen. Kolonien bin ich aber deutlich hinten dran. Aber mein BIP läuft gut. Tja, also ich sollte, glaube ich, mal fleißig kolonisieren. Sobald die hier gebaut sind. Mal hier mal mit Kolonisierereien losgehen, ne? Bald kann ich den Gravitationserzeuger kaufen. Oh, neuer Anführer, Flottenanführer, maximaler Waffenschaden, Kredit des Imperiums. 6%. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Du bist gekauft. Muss ich mal irgendeinen wegschmeißen. Der da. Gut. Ah, Gravitationserzeuger endlich. Forschungslabor. Klonzentrum Neutronenbeschleuniger. Dann muss ich noch den. Okay, das machen wir nächste Runde. Klonzentrum abgeschlossen. Nächstes Neutronenbeschleuniger in einer Runde. This is GNN, Galactic News Network. And now the state of the galaxy. Current number of colonies. Boah, ganz hinten. Muss ich mich mal beeilen hier. Gravitationserzeuger endlich. So. Oh, guck mal, Verschmutzung. Tja, sollten wir mal hier ein bisschen zurückziehen, ha? Okay, der baut dann Kolonieschiffe, das mache ich gleich. Fliegen. Aha. Tja, machen wir zuerst. Ich glaube, es ist wichtiger, erstmal die Systeme überhaupt zu kolonisieren. Also brauche ich 1, 2, 3, 4, 5. Ja, noch ein Weilchen. Da kann ich etwa 2 bauen von 5. Naja, langfristig kann ich es so machen. Ziemlich gleich, ne? Machen wir mal 2.
Strahlungsschild abgeschlossen. Sehr schön. So, die noch nachproduzieren. Vier Runden noch. Da wie ein Wolf. Wie kolonisiert sich den Wolf her? Das gibt's überhaupt nicht. Krass, krass, krass. Klonzentrum abgeschlossen. Neutronenbeschleuniger. Jawohl. Pilzfarmen. Drei Runden bis Forschung. Zwei Runden bis Forschung. Eine Runde bis Forschung. Tiefste Kühlung. Und Labor. Sprungtorsch und die Schwerkraftharnisse und Gravitationsstrahlanpassungen. Du Sprungtor. Du Sprungtor. Forschung. Mal nachlegen. Und ich kann hier nochmal nachlegen. Jam, 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 jam. Jetzt habe ich ein paar schöne Sachen nochmal dazu gekriegt. Pass mal auf. Erstmal stärkeren Schild. Zweitens mal. Geht da noch irgendwas? Nee. Nichts, was ich will. So, aber hier. Ja, muss mal hier nochmal. Plus 6,5 mittlerer Schaden. Hm, das war nicht falsch. Kreuzer. Plus 26 meinte ich. Heavy out of fire. Sechsundsechzig. Gegenüber 28. Wie sieht es von der Entfernung aus? 75, 100%. 50, 43%. Macht sehr viel mehr Schaden, aber hat natürlich auch eine enorme Range Dissipation. Im Vergleich, im Gegensatz zum Partikelbeschleuniger. Trotzdem ist der fetter. Speichern und übel nehmen.
Ja, das war's auch schon. Mehr brauchen wir nicht, ne? Fregatte 5, Zerstörer 5, Kreuzer 3. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Jungs hier bauen Sprungtore. Pilzfarmen können wir noch kaufen. Zeit haben wir noch. Bis ich das nächste Mal Handelsverträge aushandeln muss.